weitere Schüsse und irgendwas kam von da hinten. Wer schießt hier so verrückt rum? Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Ich mach da für euch. Steigen wir mal schön ins Auto. Mal schön abschließen. Und schauen wir, ob wir den Schützen irgendwie finden können. Ich kann mir gut vorstellen, dass das doch irgendwie von da oben kam. Oh, ständig wird man hier beschossen. Wo kann das kommen? Für mich wäre die plausibelste Erklärung hier oben, dass von hier oben irgendwo geschossen wird. Und ja, das ist irgendwo hier. Das ist definitiv irgendwo hier. Das habe ich doch gerade gehört. Ich bin natürlich hier für euch live dabei, nach meinem Fallschirmsprung, immer noch voller Adrenalin. Aber ich möchte wissen, warum hier geschossen wird. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Ob wir hier vielleicht einen Schützen finden. Ich denke, der Mr. Kaukasus hier oben wird auch vermuten, dass von hier oben geschossen wird. Diesen alten Ruinen, ich war hier übrigens auch noch niemals. Da muss doch irgendwas hier sein. Schauen wir uns gut um nach dem Schützen. Das Militär ist auch schon da. Wo ist hier jemand? Ich kann niemanden sehen im Moment. Das Militär natürlich auch angerückt. Ich nehme an, vom höchsten Punkt wird er schießen. So würde ich das machen, wenn ich ein Schütze wäre. Wo ist hier jemand? Ist vielleicht jemand in dem Turm? Aber ich kann hier niemanden sehen. Drüben wieder. Gehen wir weiter nach oben. Komme ich wohl dahin? Ja. Ja, hier ist auch das Militär. Was geht hier vor sich? Wer schießt hier? Und warum schießt der Schütze auf den Helikopter oder auf uns? Da war doch mein Instinkt sehr gut. Das muss irgendwo hier gewesen sein. Das kommt von weiter unten mittlerweile. Ich höre irgendwo hier unten die Schüsse, liebe Zuschauer. Schauen wir mal, ob wir ihn finden, ob wir ihn von hier oben ausmachen können. Kann ja nicht sein. Sehen es, da unten steht unser Fahrzeug. Wo kann er sein? Ihr seid natürlich hier wieder mit mir live dabei. Hier auf Land 24, dem lokalen Sender hier von Altis. Wo versteckt sich der Heckenschütze? Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr das hier seht, seid vorsichtig, verlasst eure Häuser im Moment nicht, denn, wie gerade berichtet, irgendwo hier hält sich ein Heckenschütze auf. Und er scheint hier Kavala unsicher zu machen. Wir sehen, es ist eine wirklich, wie ich finde, sehr, sehr schöne Stadt. Mit einer schönen Aussicht. Und ich möchte nicht, dass hier jemand stirbt. Also seien Sie vorsichtig. Von wo wird hier geschossen? Von wo wird hier geschossen? Das kann doch nicht sein, den müssen wir doch sehen. Ich höre immer wieder die Schüsse hier aus der Nähe.
Hoffentlich hat er uns nicht im Visier. Was bezweckt der Schütze damit? Und hat er uns vielleicht schon längst gesehen? Auch hier kann ich nichts erkennen. Bitte, Heckenschütze, schieß noch ein paar Mal. Ich möchte wissen, wo du bist und ich werde dich finden. Der Kaukasus mit Flugmanövern. Hier unten das Militär unterwegs im Moment. Die werden wahrscheinlich gerade die Stadt absichern. Ihr seht es, wie immer bin ich für euch hier in Altis unterwegs. Und um euch Nachrichten zu liefern, würde ich sogar mein Leben hier opfern. Ich begebe mich in sämtliche Gefahren und wie ihr gesehen habt, in einen Fallschirmsprung. Und Herr Kaukasus, wenn Sie das hier sehen, das möchte ich sehr gerne wieder machen. Wo wurde jetzt... Na, der hat sich doch entfernt, der Schütze. Das kann doch nicht wahr sein. Der muss sich doch irgendwo entfernt haben. War er vorhin hier oben und ist jetzt weiter hier runtergelaufen? Der ist irgendwo da unten. Wo wird hier geschossen? Ich finde dich, mein Freund, ich finde dich. Schieß nur noch ein paar Mal, bitte. Wenn du das hier gerade hörst, wenn du ein Radio dabei hast, ein mobiles Radio, und du hörst mich hier in den Nachrichten, schieß noch mal. Komm, zwei, drei Schüsse. Oder schieß in meine Richtung, damit ich die Einschläge sehen kann. Wo ist er? Wo befindet sich der Heckenschütze? Die Aussicht hier oben ist einfach vorzüglich, das muss man ganz klar sagen. Ich war vorher noch nie hier oben. Umso mehr genieße ich das. Ich glaube, ich habe einen neuen Ort der Ruhe für mich gefunden. Kann man das Schloss hier eigentlich auch kaufen? Dann heißt es ein bisschen Geld machen. Natürlich nur auf legale Weise, meine werten Damen und Herren und Zuschauer. Am Marktplatz ist der Helikopter jetzt gelandet. Sehen jetzt das Militär und der Helikopter mitten am Marktplatz. Mehrere Personen. Fünf Stück konnte ich gerade zählen. Schießt hier gerade das Fahrzeug. Ist es wohl das Fahrzeug, das die ganze Zeit schießt? Oh, der vergisst seinen Mann da hinten. Schaut euch das mal an, die Polizeiarbeit. Der Fahrer fährt davon und der Mann muss hinterher rennen. Was geht da vor sich? Ja, was für eine gute Position hier. Wir können so viel sehen. Na, der Mann läuft da noch. Wo bleibt er denn? Hinten fährt das Militär Richtung Hospital. Sind sie wohl hier hinter dem Hospital? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hören wir die Schüsse einfach zu gut. Wo wird hier geschossen? Schade, habe ich hier kein Scharfschützengewehr. Mich würde es ja wirklich einmal reizen, werte Bevölkerung, auch mal ein eigenes zu besitzen. Natürlich nicht, um einfach jemanden abzuschießen. Irgendwo hier wurde geschossen. War dort irgendwo. Auf mich wird geschossen, in meine Richtung. Wer schießt da in meine Richtung? Gehen hier hinten in Deckung.
Ihr seht es, werte Damen und Herren, auf dem Marktplatz ist wieder jede Menge los. Und wo ist der Schütze? Hier oben ist die Luke offen. Wird er wohl hier oben irgendwo sein? Wo sind die Schützen oder wo ist der Schütze? Polizei sucht natürlich hier eindringlich nach ihm. War da nicht gerade was am Fenster? Bin ich mir nicht sicher. Ja, Damen und Herren, ich sehe ihn nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er muss irgendwie aus dem Gebiet hier kommen. Wo kam das her? Wo kamen diese Schüsse jetzt her? Das gibt's doch gar nicht. Was passiert hier? Ich verstehe das nicht. Wie ich es eben erfahren habe, wurde Herr Cruz Castillo soeben getötet. Und zwar von einem anderen Herrn wohl. War das wohl der Schütze, der auf ihn geschossen hat? Ja, verstanden, Studio. Ja, es ist bestätigt worden, Castillo wurde soeben abgeschossen, aber er scheint doch am Leben zu sein. Er wird sich wohl in den nächsten Minuten, wenn er im Krankenhaus gleich ankommt, was nicht weit entfernt ist, behandeln lassen müssen, schwer. Was passiert denn hier? Was passiert hier? Haben Sie wohl jemanden gefunden und an eine Leine aufgehängt? Schaut euch das an, werte Zuschauer. Die Polizei verfrachtet andere Personen mit einer Reißleine um den Hals. Ach du meine Güte. Wer rennt denn hier weg? Hier sind mehrere Personen. Ach, es scheint, als haben sie die Stadt evakuiert. Wo ist der Schütze? Sie scheinen ihn immer noch zu suchen. Irgendwo hier muss er sich aufhalten. Auf dem Hospital scheint er nicht zu sein. Irgendwo dort. Irgendwo hier, werte Zuschauer. Hier oben vielleicht? Hier? Von wo kommt der Schütze? Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo auf einem Dach ist ein Schütze und der schießt hier einfach durch die Gegend. Zum Glück ist weitest niemand verletzt worden. Bis auf den Herr Castillas natürlich, wo wir natürlich, wir von der Redaktion alle hoffen, dass es ihm gut geht. Was? Hier, so ein Polizist. Steht schon seit Ewigkeiten ein Fahrzeug. Wen ist das wohl? Passiert hier? Zwei Leute, Fahrzeug, wo gehen die hin? Eine Explosion! Hier ist gerade etwas ganz Dickes explodiert, liebe Leute. Schaut euch das an. Eine Explosion mitten am Marktplatz. War das wohl dieses Fahrzeug, das sich hier gerade entfernt hat? Das Militär ist schon auf dem Weg.
Wo ist das Fahrzeug hin verschwunden? Wo sind sie hin? Liebe Zuschauer, bleiben Sie daheim, verlassen Sie nicht Ihr Haus. Es ist einfach zu gefährlich im Moment. Ist da wohl noch etwas passiert? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es sind keine Verletzten hier zu verzeichnen. Da hinten ein Quad. Wo fährt es entlang? Das müsste irgendwo hier entlang fahren. Hier vorne die Straße herunter. Ist das wohl unser Schütze oder nicht? Es könnten so viele sein. Fährt hier nach hinten. Wo haben wir den Schützen? Hier haben wir das Quad. Aber diese Kleidung kenne ich doch. Ist das nicht der Chintec? Ich kenne diese Kleidung. Das ist ein Mechaniker-Overall, wie man ihn hier in Kavala kaufen kann. Und der Chintec fährt immer hier durch die Gegend mit einem Quad. Ist der Chintec eventuell oder diese Person da unten unser Schütze? Oder waren es doch die zwei, die sich hier entfernt haben, kurz bevor die Explosion stattgefunden hat? Was ist hier passiert? Der hat wohl einen Unfall. Schaut euch das an. Die Polizei fährt einfach vorbei. Polizei hier an meinem Auto vorbeigelaufen. Kommen Sie wohl zu uns hoch? Ja, liebe Leute, wenn ich weitere Informationen für euch habe und was mit diesem Herd da unten passiert ist, finden wir es heraus. In der nächsten Folge zeige ich euch, was hier wohl vor sich gegangen ist. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und danke fürs Zuschauen. Hier für euch war euer MuscleTech live von LAN24 aus Altis, genau gesagt.